ich wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe ja auch ein Glück. Bin ein paar Meter gefahren. Ja, ist mir das Abgasrückführventil verreckt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, mir ist diese Woche etwas echt Beschissenes passiert. Ja, und zwar, das war jetzt am Donnerstag. Und zwar war ich auf dem Weg zur Arbeit, bin gerade noch nicht mal einen Kilometer gefahren und da streikt mein Auto. Der geht mir auf den Sack. Ja, und das war schon nicht die erste Panne, die ich im Leben hatte. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich hatte schon einige Pannen mit dem Auto. Das allererste Mal, da hatte ich gerade einen Führerschein, da hatte ich noch meinen alten Golf. Oh Mann, war das eine geile Karre. Das war bei Sonsbeck. Bin ich gerade in den Kreisverkehr da rein, kam wieder raus. Da hörte ich im Reifen nur, da hörte ich draußen nur noch tuk, 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 tuk. Ja, und da hatte ich mir eine Schraube in den Reifen gefahren. Ja, super, ne? Ja, ich hatte Führerschein mit 17 gemacht, hatte demnach meine Eltern noch dabei. Mein Vater ist dann kurz ausgestiegen, geguckt. Ja, Mathis, du hast da eine Schraube im Reifen. Ja, super. Hier umgedreht, kurz einen Parkplatz da gesucht und haben dann mal eben das Notrad aufgezogen. Das war auch noch lustig. Ja, ich hatte da andere Felgen drauf, die andere Radbolzen hatten. Die waren etwas länger als die Original-Radbolzen. Und demnach passte das nicht so hundertprozentig. Rad habe ich zwar festgekriegt, aber wir sind da mit der Landstraße mit 50 bis nach Hause gedackelt. Ah! Ja, das war Panne 1. Ja, Panne 2. Da hatte ich gerade meinen Passat. Beziehungsweise, ja doch, ein paar Monate hatte ich den. Und zwar war ich bei einem Kollegen in Celle. Am Weihnachtsmarkt. Wirklich schöner Weihnachtsmarkt da in Celle. Und auf dem Rückweg, es war Sonntag, war gerade bei Hannover und da ging der Motor auf einmal aus. Im Display stand Motorstörung, bitte Werkstatt anfahren. Oh, Pferde, Kupplung ziehen. Im Display stand dann bitte Werkstatt anfahren. Motor ließ sich noch einmal kurz wieder starten, um noch auf der Autobahn ein bisschen Schwung zu holen. Und dann habe ich Gott sei Dank noch eine Ausfahrt gesehen. Ich habe mir gedacht, egal wo du stehen bleibst, nicht auf der Autobahn. Bin dann mit dem letzten Rest die Abfahrt runtergerollt. Dann war da vorne eine Ampel, die war auch noch rot. Ja, super. Und dann... Genau, fahren wir da lang. Und dann stand ich da unten an der Ampel mit einem Motor, der nicht mehr geht. Gott sei Dank sind dann da noch zwei Frauen ausgestiegen, angekommen. Beide waren mit Fahrrad, hatten leider beide keinen Führerschein. Aber man ist ja so, man setzt eine Frau da ans Lenkrad, sagt, wo du da Dinge hinschieben möchtest. Hab da das Auto da schön an eine Seite geschoben. Und hab dann Volkswagen Mobilitätsgarantie angerufen, hier Volkswagen Service.
Ja, ich bin ja Berufspendler und ich bin ein Fan von dieser Mobilitätsgarantie, die ich schon ein paar Mal genutzt habe. Wirklich. Gut an VW, da hat bisher alles super geklappt. Ja, was ist da kaputt gegangen? An meinem Auto. Ja, da sind die Pumpe-Düser, da ist eine Pumpe-Düser-Einheit kaputt gegangen. Ja, wenn ich weiß, was eine Pumpe-Düser-Einheit ist, das ist ein Kraftstoffinjektor bei Volkswagen TDI-Motoren. Ja, mittlerweile baut VW auch Common Rail-Motoren, aber zu der Zeit waren es Pumpe-Düser-Motoren. Da ist eine Pumpe-Düser-Einheit verreckt, also ein Kraftstoffinjektor. Und anstatt der Motor auf drei Pötten weiterläuft, weil es ein Vierzylinder, schaltet das Ding komplett ab. Jo. Ja, Abschlepper kam, hat mich dann zunächst VW-Werkstatt geschleppt. Ja, Arbeit war spät abends, sonntags, ja. Was willst du machen? Gott sei Dank habe ich auch wieder einen Leihwagen bekommen. Leihwagen ist mit drin. Das ist das Tolle an so einer Mobilitätsgarantie. Leihwagen ist dabei. Somit konnte ich nach Hause fahren und konnte am nächsten Tag zur Arbeit. Ja, Gott sei Dank hat mich dieser Defekt nichts gekostet, weil VW wusste, dass das leider minderwertige Kraftstoffinjektoren waren und hat dann alle Pumpe-Düse-Einheiten kostenlos ersetzt. War schön. Das zweite Mal, wo ich eine Panne mit meinem Passat hatte, also das dritte Mal, morgens um 4:45 auf dem Weg zur Arbeit. Hab noch einen Arbeitskollege bzw. Arbeitskollegin abgeholt. Ja, und dann streikt auf einmal das Getriebe. Ja. Gott sei Dank, ich hatte noch Gebrauchwarengarantie drauf. Und der ganze Spaß hat mich auch nichts gekostet. Hat schon ziemlich genervt. Gott sei Dank hat mein Vater schnell mir ein anderes Auto vorbeigebracht und hat das mit dem Abschleppen alles geregelt. Boah, in dem Moment habe ich gezittert und so ein DSG-Getriebe ist mal echt nicht billig. Was hab ich mir sagen lassen? 5.000 Euro Schaden wären es gewesen. Ja. Ich hasse es, wenn es so Regen ist. Ja, und jetzt das dritte Mal, ist mir letztens passiert. Ich wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ich hab ja auch ein Glück. Bin ein paar Meter gefahren. Ja, ist mir das Abgasrückführventil verreckt. Und zwar habe ich nachher gefragt, hör mal, der Werkstatt gefragt, hör mal, Abgasrückführventil, wenn das kaputt geht, normalerweise laufen die Motoren noch weiter. Die so, ja, normalerweise schon. Aber wenn dir das im offenen Zustand kaputt geht, dann funktioniert der Motor noch. Aber bei dir ist das im geschlossenen Zustand passiert. Da schaltet der Motor aus. Ja, super. Ja, ist Gott sei Dank nicht ganz so teuer. Hab auch wieder einen Leihwagen. Q3. Aber was ich sagen muss, das ist jetzt auch wieder ein 2 Liter Turbodiesel. Beziehungsweise kein Turbodiesel, TDI. Ja, ist ein turboaufgeladener Diesel. Fängt schon wieder an zu regnen. Scheiße. Ich dachte, ich hätte heute Glück. 150 PS, Q3, auch mit DSG. Ja, fährt sich gut. Allerdings
habe ich den mal auf dem Weg zur Arbeit mal ausgetestet, was da so an Maximalgeschwindigkeit bringt. Mein Vater hat in seinem Golf auch ein TDI 140 PS, der Q3 ist sozusagen hörgelichter Golf. Hörgelichter Audi A3 ist ein Golf, teilt sich die gleiche Plattform. Und dieser scheiß Q3 schafft keine 200 mit 150 PS. Ey, was eine lahme Kiste. Sozusagen. Nur momentan hoffe ich, dass ich mit meinem Motorrad nicht liegen bleibe. Ja, die Kupplung ist nicht mehr so ganz in Ordnung, aber ich übertreibe es ja jetzt nicht mit einem Beschleunigen oder so. Wenn ich weiß, wo ich es wie ich es machen kann und weiß nicht, so dass die Kupplung nicht rutscht. Was haben wir denn da? Aha. Nichts. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber nicht meins. Ja, Teile habe ich Gott sei Dank schon parat liegen. Falls ich doch mal liegen bleibe, Versicherung bezahlt mir das Abschleppen. Also ist es mir auch egal. Bräuchte nur neues müsste mir nur noch Motoröl besorgen. Aber mein Motorrad fährt noch. Das ist mehr will ich nicht. Auch mit leicht angeknackster Kupplung. Und was habe ich jetzt letztens bemerkt? Mein Kanal wächst und wächst und wächst. Mittlerweile sind wir ja, was hatte ich heute? 81 Abonnenten, geil. Ich muss mir echt noch was überlegen für so ein 100 Abonnenten Special. Ich habe keine Ideen. Naja, da beende ich mal dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, bitte rein damit in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.